Was geht ab, Leute? Dienstag war ein Feiertag in Japan. Ich glaube, das war ein Weltkulturtag oder so. Kultur, mir wurde nur gesagt, dass es ein Kulturfeiertag ist. Und naja, es ist ein Feiertag und alles hatte. Also, man muss nicht arbeiten und zur Schule gehen. Naja, und ich war in Odaiba. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Odaiba gehört habt. Odaiba ist eine künstliche Insel. Ich glaube, die wurde 1800, irgendwann im 18. Jahrhundert gebaut. Genau. Und mittlerweile ist es halt ein. Was ist es denn? Ein beliebter Ort für Unterhaltungen und Shopping. Genau, und da ist halt dieser große Gundam. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Gundam. Und dort ist auch G-World. Das ist so ein riesen Gaming Center. Ich war leider nicht drin, weil ich nicht genug Zeit hatte. Kostet ungefähr 2.000-3.000 Yen. Das sind ungefähr 20-30 Euro. Und ja, die Sehenswürdigkeiten da sind halt einmal die Rainbow Bridge, die ist sehr lang und geil. Also von Odaiba hat man eine echt geile Aussicht. Das ist auch der einzige Ort, wo es eine Strandanlage gibt. Also man kann zwar, ich weiß nicht, ob man drin baden darf, auf jeden Fall ist da Beach. Gerade ich habe im Internet gelesen, dass man da nicht baden kann, aber manche haben mir halt, ein Japaner haben mir halt gesagt, dass im Sommer da die Leute halt ins Wasser gehen. Naja, das Wasser sah jetzt auch nicht so sauber aus. Und dann ist da noch ein riesen Shopping Center. Ja, Aqua City ist dort. Aqua City ist auch ein Shopping Center und da drin gibt es, glaube ich, ein Aquarium. Aquarium-Restaurant und irgendwas von Sony. Ich habe das alles nicht gesehen, weil ich nicht genug Zeit hatte. Dann ist da eins der größten Riesenräder der Welt. Da ist halt so ein Park. Da war ich leider auch nicht. Also ich habe echt nicht alles gesehen. Ich war da nur so, ich glaube, 3 oder 4 Stunden. Also in diesen 3-4 Stunden habe ich nur Gundam, die Rainbow Bridge, okay, die sieht man sowieso. Da war ich in Aqua City und in so einem anderen Shopping-Haus direkt neben Gundam. Ja, und habe ein paar Fotos gemacht. Ich fahre da auf jeden Fall nochmal hin und hoffe, dass ich da noch mehr sehen kann. Ich hoffe, ich komme da noch in G-World rein. Ja, was kann ich noch sagen? Was ich noch aufgeschrieben habe. Ah ja, dann ist da noch Fuji, der Fuji TV Center. Das ist ein echt geiles Gebäude, also architekturmäßig atemberaubend. Fuji TV, ich weiß nicht, wenn ihr es nicht kennt, das ist eins der berühmtesten TV-Sender in Japan. So wie in Deutschland oder so. Oder RTL. So, was gibt's denn noch? Achso, und das Riesenrad wird hier übrigens Dika Rancha genannt. Dika Rancha. So, ich würde mal sagen, zoom ab. Das ist Joypolis. Ich weiß nicht, ob
weiß nicht, ob ihr schon mal Gundam im Anime gesehen habt, ich nicht. Aber bewegt sich in der Nacht, also wenn ich hierher komme, dann würde ich auf jeden Fall in der Nacht herkommen, wenn ihr ihn bewegt. Also ein fettes Einkaufszentrum mit den Testen. Das mal da. Ja, mal gucken, was in den anderen Stockwerken ist. Ja, das ist das Fuji TV Center. Und hinter diesem Gebäude ist. So, jetzt auch mal bei Nacht.